Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute zusammen endlich mal wieder ein Mini-Album. Ich hatte total Lust auf ein Mini-Album. Ich wollte Beschäftigung, ich wollte was länger beschäftigt sein als jetzt zum Beispiel mit einer Karte. Ich habe keinen Grund, ich habe keinen Anlass, ich hatte einfach nur Bock. Oh ja, gut. Und ich hatte natürlich ein neues Paperpad von EcoPark Paper und ich habe da das ein oder andere Papier so zuckersüß gefunden, dass ich das nicht unbedingt nur auf eine Karte kleben wollte, weil Karten verschenkt man ja auch irgendwann und dann ist das Papier halt weg und man sieht es nicht mehr. Und bei einem Mini-Album ist das ja meistens so, dass man das entweder irgendwo hinstellt, damit man es jeden Tag sieht, oder man es halt irgendwo rauskramt und es dann mal wieder sieht. Ich will euch natürlich das Ganze nicht vorenthalten. Es ist dieses kleine Teil hier. Ein kleines Mini-Album in, ich glaube, um die 4 Inch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, das sieht so aus. Wird mit einem Bändchen verschlossen. Ich habe hier vorne ein paar Sticker draufgeklebt. Das Lama, das lag hier sowieso schon was länger rum. Und das hat geschrien. Es wollte verwendet werden. Und was gibt es Besseres als auf einem Cover von einem Mini-Album? Das Ganze klappen wir einmal so auf. Ich habe hier noch ein paar Sticker verwendet. Ansonsten habe ich das relativ blanko gelassen, weil ich halt nicht wirklich weiß, wofür. Und ja, ich habe hier so Seitenelemente. Die habe ich verschlossen mit diesen selbstgemachten Paperclips. Das sind ganz einfache Aktenklammern. Da habe ich ein Fähnchen draus gemacht. Und dann klappt man das Ganze einmal so auf. Hat hier und hier eine Seite, wo man ein Foto draufkleben kann. Hier hat man ein kleines Mini-Pocket. Auf der Rückseite nochmal das gleiche, auch wieder ein kleines Pocket. Und hier kann man wieder vorne und hinten was draufkleben. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Seitenelement. An den Seiten hier kann man auch noch ein kleines Tag rausziehen. Dafür habe ich hier einen Halbkreis reingestanzt, damit das ein bisschen einfacher vonstatten geht. Und das war es auch schon. Das zieht sich jetzt hier alles so durch. Das Papier ist halt einfach, seht ihr, das sind so kleine Bärchen und die hängen halt an einem Ballon, ne? Und das ist halt einfach süß und deswegen musste das verwendet werden. Mein absolutes Lieblingspapier habe ich natürlich nicht verwendet, weil da gibt es bestimmt noch einen anderen Anlass. Schlimm, wenn man so denkt, ich weiß. So, das ist auf jeden Fall das Mini-Album und dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde vorschlagen, ich zeige euch jetzt erstmal, was wir dafür brauchen und dann geht's auch schon los. Wir benötigen zuallererst ein wenig Cardstock. Ich habe für das Mini-Album 4 Seiten eingeplant, also brauche ich 4 Seiten in den Maßen 1 4/8 mal 1 4/8. Also es sollte ein Quadrat sein. Ich habe jetzt einfach die normale Länge von einem DIN A4 Blatt genommen, habe die abgemessen und das gleiche halt auf die andere Seite übertragen. Die Zentimeterangaben schreibe ich euch auch unten in die Infobox für alle, die mit Inch nicht arbeiten möchten. Dann benötigen wir 4 Stücke, die 4 1/8 mal 2 Inch breit sind. Für die Bindung brauchen wir 2 kleine Cardstock-Stücke. Ich habe gerade keine Ahnung, was die messen, aber auch das schreibe ich euch unten in die Infobox. Um das Ganze einzubinden, habe ich mir ein bisschen IKEA-Karton zurechtgeschnitten. Und zwar in, boah, Leute, ey, keine Ahnung, 4 3/8 mal 4 3/8 und natürlich so ein kleines Stückchen, wo dann später die Bindung drauf kommt. Das Ganze werde ich später mit einem großen Stück Designpapier beziehen. Ich weiß allerdings jetzt noch nicht genau was, aber es muss halt so groß sein, als dass alle Teile da einmal so drauf passen. Und dann brauchen wir natürlich, ganz wichtig, etwas Designpapier. Ich zeige euch jetzt mal nur das, was wir für ein komplettes Seitenelement benötigen. Ich habe verwendet 2 Paperpads insgesamt. Einmal dieses Imagine That von EcoPark. Das ist total süß. Ey, guckt mal hier, meine Lieblingsseite. Die werde ich nicht in dem Album verbasteln, weil das ist eine Seite, die werde ich wahrscheinlich in 3 Jahren noch hier rumfliegen haben. Aber die Farben sind einfach total, total schön. Und damit ich nicht so viel von dem Paperpad verbrate, habe ich mir das hier noch dabei getan, weil ja, das sind einfach ganz effe Seiten mit Strukturdesignpapier und in unterschiedlichen Farben und die passen auch ganz gut zu dem Papier, deswegen kombiniere ich das Ganze. Also wir benötigen für eine Seite insgesamt 4 große Teile in den Maßen 4x4 Inch, 2 kleine für die Pockets, um die Pockets zu verblenden. Ich habe keine Ahnung, was es misst, ne? Und dann, also in meinem Fall 2 Einzelteile, die ich so übereinander kleben werde. Man kann das Ganze natürlich auch in einem ausschneiden, aber ich wollte halt die ganzen Reste von dem Paperpad oder von den einzelnen Seiten, die ich jetzt hier zurechtgeschnitten habe, auch noch verwenden, bevor das hier in meiner Restekiste landet. Deswegen habe ich mir hier immer was zusammengewerkelt. Aber schreibe ich euch auch alles unten rein. Ja, und ich glaube, das war es auch schon. Wir brauchen Klebeband, Falzbrett und das war es auch eigentlich schon. Ich verschließe die Seiten mit
mit diesen Büroklammern, mit diesen großen Heftklammern. Ihr könnt natürlich auch Magnete verwenden, da könnt ihr einfach mal so ein bisschen rumspielen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch mal mit der Falzerei. An zwei Seiten einmal in der Mitte falzen. Und weil die Seiten 8 1/4 Inch groß sind, davon die Hälfte, sind wir bei 4 1/8. Das ist dieser kleine Strich neben der 4. Dann drehe ich das Papier einmal um und nach oben, also dass jetzt diese Querfalz entstanden ist, und falze nochmal bei 4 1/8. Das gleiche wiederhole ich jetzt mit den anderen Papierchen auch. Als nächstes nehmen wir uns die Dinger zur Hand, die 4 1/4 mal 2 Inch groß sind, legen das Ganze mit der kurzen Seite nach oben und falzen auch hier einmal in der Mitte, also bei 1 Inch. Und zu guter Letzt nehmen wir uns die Bindungselemente zur Hand. Ich starte mit dem großen, lege auch das wieder mit der kurzen Seite oben an und falze einmal bei 1/2. Drehe das Ganze und falze nochmal bei 1/2. Und hier mache ich genau das Gleiche. Also 1/2, einmal drehen und nochmal bei 1/2. Und das war es auch schon mit der Falzarbeit. Ich nehme mir jetzt ein Falzbein zur Hand und falte die gefalzten Linien einmal schön nach. Einmal auf dieser Seite und einmal auf die andere Seite. Dann nehme ich mir eine Schere zur Hand und suche mir eine Falzlinie aus und schneide hier links und einmal rechts entlang des Falzbobbels, dass da so eine ganz kleine, so ein ganz kleiner Spalt entsteht, und zwar nur bis zu dem Punkt, wo sich die Falzlinien treffen. Einmal so, und weil das hier oben ein bisschen eng ist für die große Schere, nehme ich mir jetzt hier so eine kleine zur Hand und schnibbel den Pönöppel hier einfach einmal weg. So. Als nächstes klappe ich das einmal in der Mitte zusammen und diese beiden Seitenteile so nach vorne, und fertig ist unser Seitenelement. Ich achte jetzt darauf, dass diese Öffnung, die hier unten entstanden ist, also diese Seite, auch nach unten zeigt, denn hier wird später das Ganze an der Bindung fixiert. Dann können wir das aufklappen, haben hier ein Einschubfach für den Tag, können das wieder aufklappen und Ende im Gelände. Um das Ganze hier unten zu verschließen, könnt ihr natürlich jetzt einfach eine Bahn doppelseitiges Klebeband anbringen. Was ich allerdings mache, ist mir diese Teile, diese 2 Inch breiten Dinger zur Hand nehmen, die wir in der Mitte gefalzt haben. Auch hier ziehe ich das Ganze einmal mit dem Falzbein nach und die lege ich jetzt hier einfach über diese Öffnung hier unten. Einmal so. Was ich als erstes mache, ist, um zu gucken, ob ich auch gerade geschnitten habe, ich docke das hier vor dem Falzbobbel an, also einmal links, einmal rechts, und gucke, ob das hier an der Seite passt oder ob das uneben ist. In dem Fall würde ich jetzt mit der Schere nochmal drüber gehen. Das ist nur ein ganz kleiner Spalt, aber es ist ein Spalt, der mich stört. So, dann ziehe ich das wieder ab, nehme mein doppelseitiges Klebeband. In dem Fall das dünnste, was ich habe, damit auch ordentlich Tags reinpassen später. Und bringe hier an den Seiten doppelseitiges Klebeband an. Also auf der inneren Seite. Dann ziehe ich die Schutzfolie von dem Klebeband hier einmal ab. Achte darauf, dass kein überschüssiger Kleber an den Seiten rausquaddelt. Und dann nehme ich mir wieder hier diese Unterseite und klebe das hier einmal fest. Und zwar vor diese Falzlinie, und dann klappe ich das einfach einmal hoch und fertig ist meine erste Seite. Ich gehe jetzt hier nochmal ordentlich drüber und ihr seht, das klappt natürlich immer auf, deswegen sage ich, ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr das Ganze mit Magneten verschließen möchtet, dann müsst ihr das auf jeden Fall, bevor ihr das Designpapier aufklebt, machen. Ich allerdings werde das Ganze im Anschluss mit diesen Klammern hier verschließen und die wahrscheinlich auch noch ein kleines bisschen verzieren, aber ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das mache, also machen wir das später. Also das ist unser Seitenrohling, das Ganze mache ich jetzt auch mit den restlichen Papieren und dann sehen wir uns gleich wieder.
Wenn das erledigt ist, können wir auch schon das Designpapier aufkleben. Ich habe mir jetzt hier so ein Packen zurechtgelegt und starte mit diesen Blankoseiten, die ich einmal vorne und einmal auf die Rückseite kleben werde. Ich nehme in diesem Fall doppelseitiges Klebeband, einfach weil ich nicht möchte, dass das Ganze noch unnötig gewellt wird später. Könnt natürlich auch Flüssigkleber nehmen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Basis an, die ihr verwendet habt. So, also einmal von vorne und von hinten. Dann klappe ich das Ganze auf und klebe diese großen Teile einmal auf die Rückseite und einmal auf die, ja, auch quasi Rückseite von dem Endstück. Und jetzt bleibt im Endeffekt nur noch hier dieses Mittelteil übrig. Jetzt nehme ich mir erstmal diese dünnsten Streifen, die ich zurechtgeschnitten habe. Die kommen hier unten auf das kreierte Pocket, beziehungsweise auf die kreierten Pockets. Manchmal ist es ja auch ein Vorteil, wenn man doppelseitig bedrucktes Papier hat. Ich habe nämlich jetzt, um ein bisschen Abwechslung in die ganze Geschichte zu bringen, hier von dem Papier die Rückseite genommen. Ich finde, das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Und jetzt schuster ich mir hier auf den freien Flächen was Kleines zusammen. Man könnte das Ganze natürlich auch einfach mit einem schwarzen Feinliner umranden und hat dann auch einen richtig schönen Kontrast, wenn man da bunte Tags reinsteckt. Aber ich hatte so irgendwie ein bisschen viel Verschnitt und deswegen beklebe ich das Ganze. Also ich klebe einmal hier oben diesen kleinen Streifen hin und da drüber oder da drunter dieses pinke Stück. Ja, und das gleiche mache ich auch auf der Rückseite. Und fertig ist eure erste Seite. Und das Ganze wiederhole ich jetzt auch nochmal mit den restlichen drei. Wenn alles fertig beklebt ist, sollte es ungefähr so aussehen. Und zwar 4 Stück an der Zahl. Und jetzt können wir das Ganze auch schon an unsere Bindung anbringen, beziehungsweise erstmal unsere Bindung präparieren. Ich nehme mir jetzt hier diese Teile, die wir links und rechts gefalzt haben. Und falte hier die Seiten, beziehungsweise ziehe die Falzlinien mit dem Falzbein hier nochmal schön nach. Jetzt nehme ich mir das kleinere Teil, drehe das Ganze einmal um und bringe hier auf dem mittleren Spalt doppelseitiges Klebeband an. Und zwar eins, was gut hält, weil das Büchlein soll euch ja auch nicht irgendwann auseinanderfallen. Ne? So, nochmal drüber gehen. Dann ziehen wir uns die Schutzfolie einmal ab und kleben das auf den Mittelbereich von dem zweiten Stück. Und zwar schön mittig. Das auch abmessen, wenn ihr euch dann sicherer fühlt. Ich mache das jetzt hier mal Pi mal Daumen. So, das ist jetzt ungefähr mittig. Das ist jetzt hier schon mal unsere Bindung. Und was wir natürlich vorher hätten machen können, was wir aber natürlich auch jetzt noch machen können, ist bei jedem einzelnen Bindungsstückchen hier die Seiten ein bisschen anschrägen. So lassen sich die Dinger gleich später in die einzelnen Seiten kleben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber Janine ist ja immer ein bisschen hinterher, ne? Jetzt bringe ich auf jedem einzelnen Element doppelseitiges Klebeband an, und zwar auf jeweils auf der Vorder- und auf der Rückseite. Ich nehme jetzt hier nicht ein Klebeband, was 12 mm breit ist, sondern eins, was 9 mm breit ist, und klebe das immer schön an die Außenkante, weil ich meine Seiten nämlich nie wirklich komplett bis nach unten andocke, sondern immer noch ein bisschen Platz lasse, wenn ich die gleich klebe. Aber das zeige ich euch jetzt gleich nochmal in Ruhe. Ich fange jetzt links außen an. Ziehe hier auf der einen Seite die Schutzfolie schon mal ab. Klappe alles, was übersteht, schön nach innen. Und jetzt nehme ich mir die erste Seite, und wir haben ja hier an der Rückseite diese kleine Öffnung. Und ich schiebe das Ganze jetzt hier in diese Öffnung rein und drücke das Ganze ein bisschen nach oben, dass der Kleber noch nicht an die Unterseite kommt, also noch nichts festklebt. Und dann schiebe ich das. Okay, das funktioniert jetzt auch nicht so ganz. Also wir drücken das jetzt so ein bisschen auf, docken das hier an, und ihr seht, ich schiebe das nicht, achtet mal eben, sieht man das überhaupt? Ich schiebe das nicht bis komplett an den Falzbobbel, sondern so ungefähr 3 mm lasse ich vielleicht frei. Dann drücke ich das einmal fest. Ich zeige es euch jetzt nochmal im Nahen. Ja, das sieht man. Seht ihr? Also diesen kleinen Spalt hier bis zum Falzbobbel lasse ich frei. Hier unten sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Jo. Jetzt nehme ich das nächste, ziehe auf der Rückseite die Schutzfolie einmal ab. Jetzt nehme ich mir die nächste Seite. Immer schön darauf achten, dass das auch das Pocket unten ist, weil ihr wisst, wie das ist, ne? Schiebe ich das Ganze wieder hier rein.
Achte wieder darauf, dass das ungefähr so ein paar Millimeter vor dem Falzbobble ist und packe mit den Fingern auch nochmal oben und unten an die Seite, um sicherzustellen, dass das auch gerade klebt, also gerade im Bezug auf die Vorderseite. Und dann drücke ich das fest. Seht ihr, jetzt sind die Seiten auch hier oben und hier unten schön bündig. So, weiter geht's mit dem hier. Jetzt können wir hier nochmal schön drüber gehen. Und jetzt können wir, das ist jetzt ein bisschen fricklig, aber eigentlich einfacher. Und zwar gehe ich jetzt mit so einem komischen spitzen Ding hier einmal rein und ziehe die Schutzfolie von dem, von dem anderen Klebeband ab. So, und drücke das Ganze fest. Und das wiederhole ich jetzt mit den anderen Seiten auch. Einfach mit was Spitzem hier rein. Und wenn das nicht funktioniert, dann könnt ihr euch auch nochmal hier so eine Pinzette nehmen oder irgendwas und das dann da rausziehen. Das geht wunderbar. Und ihr habt auf jeden Fall nicht das Problem, dass euch irgendwo was festklebt, obwohl die Seite noch nicht gerade ist. So umgeht ihr das Ganze. Und fertig ist euer Büchlein. Also das Innenleben eures Büchleins auf jeden Fall schon mal. Jetzt können wir das Cover präparieren. Hierfür nehmen wir uns diese drei Teile, die wir uns schon zurechtgeschnitten haben, also den Karton und ein etwas größeres Stück Designpapier oder Cardstock oder irgendwas, was ihr zu Hause habt. Bevor ich mit der Kleberei starte, nehme ich mir jetzt erstmal ein Lineal zur Hand und ziehe mir hier oben eine gerade Linie, an der ich mich orientieren kann bezüglich des Anklebens, damit das auch alles schön eben ist, beziehungsweise wir eine vernünftige Kante zum Umklappen haben. Ich habe jetzt nur so ein kleines Stück genommen. Normalerweise nehme ich die ganze Breite von dem Lineal, aber weil das Büchlein was kleiner ist, ist das nicht unbedingt notwendig, weil wenn ihr seht, ich klebe das so ungefähr fest, habe ich rundherum den gleichen Abstand ungefähr. So, jetzt starte ich mit dem ersten. Bring hier ein paar Bahn doppelseitiges Klebeband an. Ihr könnt auch Flüssigkleber nehmen. Janse, ja, Hauptsache klebt. Und ich starte mit dem ersten und klebe das mit der Oberkante hier schön auf unsere gezogene Linie und achte darauf, dass ich hier ein bisschen Platz lasse. So. Als nächstes kommt dieses kleine Teil zum Einsatz. Das klebe ich jetzt daneben, auch oben an die Linie. Allerdings lasse ich zwischen den beiden Dingern hier ein kleines bisschen frei. Ein paar Millimeter, das reicht. So. Also ihr solltet einfach ein bisschen was von dem Papier, auf das ihr klebt, durchscheinen sehen. Jetzt kann ich mir hier unten eine Linie ziehen, die ungefähr gleich groß ist wie die Seitenränder. Mit der Schere schneide ich mir das jetzt hier einmal ab, weil ich den unteren Teil ja auch noch für was anderes verwenden kann. So. Und jetzt klappe ich das hier einmal so hoch und breche schon mal ein bisschen die Kanten vor. Um und drückt das vorsichtig platt. Ich möchte nämlich nicht, dass das Papier mir reißt. Und wenn man da zu schnell arbeitet, passiert das gerne mal, dass das Papier reißt. Das mache ich an allen Seiten. Auch darauf achten, dass ihr die Seitenkanten schön runterdrückt, also dass da so eine kleine Falz entsteht. Das ist wichtig für den Fortgang. So, das klebe ich auch einmal zusammen. So. Jetzt, durch das Knicken, sind hier diese kleinen Ecken entstanden. Und die müssen wir rausschneiden. Und ich schneide entlang dieser gefalzten Linien ein bisschen abgeschrägt Richtung dem Punkt, wo die sich alle treffen. Was heißt alle, die zwei Falzlinien treffen? So seid ihr nämlich auf der sicheren Seite, dass das später beim Umklappen eine schöne Kante gibt. Da sind ganz viele Bastelmädels, die schneiden einfach mal so quer da durch. Aber jedes Mal, wenn ich das mache, sieht es beim Festkleben scheiße aus. Und das ist für mich die Variante, wo ich immer ein gutes Ergebnis habe. So. Das Ganze muss jetzt einmal eingeklappt werden
und letztendlich auch festgeklebt werden. Was ihr dafür verwendet, ist euch überlassen. Ich nehme wie immer doppelseitiges Klebeband. Bevor ich das allerdings anbringe, nehme ich mir nochmal ein Falzbein zur Hand und fahre hier diese Kante ab, damit die richtig schön ordentlich aussieht. Dann heißt es einmal festkleben. So, wenn der Kleber angebracht ist, klappe ich meistens immer die langen Teile zuerst auf. Weil ich nämlich den Übergang bzw. die Kante einfach schöner finde, wenn ich die kleinen da drüber klebe. Das gleiche auch nochmal hier. Ihr könnt auch nochmal mit dem Falzbein drüber rubbeln, damit sich der Kleber schön verbinden kann. Hier müssen wir das Papier ein bisschen vorbereiten, dass ich das da später knicken soll. Das weiß es nämlich noch nicht wirklich. Wir haben es zwar gerade mal angeknickt, aber das ist nicht das Gleiche. Und das mache ich, indem ich immer ein Stückchen höher gehe und ganz leicht mit dem Falzbein da drüber rubbel. Aber wirklich nur ganz leicht. Wenn ihr da zu feste drüber geht, dann kann es sein, dass euch das Papier an den Kanten wieder reißt. Auch das ist mir schon ganz oft passiert und dann bleibt einem eigentlich nicht viel übrig, als da mit Washi oder sowas drüber zu kleben und dann sieht es schon wieder nicht so ordentlich aus, ne? So, das ist euer kleines Büchlein. Als nächstes müssen wir natürlich die Innenseiten noch ein bisschen bekleben und hierfür nehme ich mir jetzt einfach dieses Teil und schneide mir das eben zurecht. Und zwar habe ich mir das Ganze jetzt getrimmt auf 4¼ mal 9⅝ und auch das klebe ich jetzt einmal mit doppelseitigem Klebeband fest. So, also ich habe jetzt hier richtig viel Klebeband, damit es auch an jeder Seite klebt. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man endlich wieder dieses Ding in der Hand hat. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin. So, und jetzt klebe ich das hier so mittig auf die Innenseite, dass ich links, rechts, oben, unten ungefähr den gleichen Abstand habe. Und hier machen wir jetzt das Gleiche wie davor schon. Diese mittleren kleinen Falzen müssen jetzt ganz vorsichtig nachgezogen werden. Ich knicke das jetzt hier ein bisschen an und drücke hier schon mal mit dem Falzbein rein und immer schön nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten gehen, bis wir einmal oben angekommen sind. Jetzt können wir das hier nochmal glatt streichen und dann machen wir das Gleiche von der anderen Seite. Bisschen andocken. Und vorsichtig. Ich kann es nicht oft genug sagen, Vorsicht, 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 weil das reißt mir sonst ständig ein. Ich muss mich da auch wahrscheinlich immer ein bisschen selber dran erinnern. Und ihr seht, alles klebt bombenfest und es sieht schön aus, es wälzt sich nichts. Als nächstes können wir auch schon unser Büchlein da drin verankern. Hierfür müssen wir auf der Rückseite des kompletten Konstruktes richtig, richtig, richtig gutes doppelseitiges Klebeband anbringen. Also die Leute schwören ja und ich ja mittlerweile auch auf dieses normale Klebeband von Kreativ Bunt. Das klebt auch super, aber um sowas am Buch zu fixieren, greife ich trotzdem zu meinem Sticky Tape, weil das toppt, also da gibt es einfach nichts, was die Klebekraft von dem Zeug hier toppt. Und wie gesagt, ich möchte halt auch nicht, dass das irgendwie auseinanderfällt. Das Blöde ist halt, man kann das nicht reißen, man muss das ständig schneiden und ja gut, aber manchmal geht es nicht anders, ne? Ich lege das jetzt mal hier so ein bisschen flach hin. Auch das hätte man natürlich vorher machen können, aber ihr wisst ja, wie Janine so ist, die macht das immer gerne zum Schluss, weil das ist die Herausforderung. Oder was auch immer sich mein Unterbewusstsein dabei denkt. So, jetzt ziehe ich mir hier schon mal die Schutzfolie ab, weil ich habe hier ein kleines Stückchen, was nicht beklebt ist. Und deswegen bringe ich einfach nochmal eine Bahn doppelseitiges Klebeband an. Weil doppelt gemoppelt hält in dem Fall halt einfach besser. Dann ziehe ich auch die Seite hier einmal ab. So. Aua. Und jetzt achte ich darauf, dass das richtig rum in meiner Hand liegt. Gut, jetzt, das ist natürlich jetzt blanko beklebt, das hätte jetzt nicht so viel ausgemacht. Aber wenn ihr jetzt hier zum Beispiel irgendein schönes Motivpapier draufgeklebt hättet und ihr klebt es dann falsch rum ein. Leute, wir kennen das alle. Ne? Entweder müssen wir es auseinanderreißen oder wir nehmen es, wie es dann ist. Verklebt. So, und jetzt achte ich darauf, dass das hier schön gerade ist und klebe das hier einmal auf den Mittelpunkt. So, ich denke, das ist jetzt einigermaßen gerade. Und weil ich natürlich jetzt, ich kann natürlich jetzt Druck ausüben, indem ich hier oben ein bisschen drauf drücke, aber das ist nicht genügend Druck. Also klappe ich mir die einzelnen Seiten jetzt einmal um und fahre hier nochmal
über das Bindungselement mit meinem Falzbein und das bei jeder einzelnen Seite. Und fertig ist euer Büchlein, Leute. Das hat natürlich jetzt noch keinen Verschluss. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, was für einen Verschluss ich machen möchte. Ich glaube, ich würde es auch einfach mal gerne so stehen lassen, weil es sieht auch einfach so, das ist auch so schön handlich. Ich fummel jetzt mal ein bisschen rum. Ich dekoriere jetzt mal ein bisschen rum und dann zeige ich euch letztendlich das Endergebnis und für welchen Verschluss ich mich entschieden habe. Und das erkläre ich euch dann eventuell auch noch. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie das Ganze überhaupt werden soll. So, ihr Lieben, fertig ist mein kleines Mini-Album. Ich habe es von außen dekoriert und den Verschluss habe ich mit so einem Bändchen gewerkelt. Ich habe hierfür für vorne und für hinten einen Kreis ausgestanzt, der gerade so da drauf passt. Und bevor ich den Kreis aufgeklebt habe, habe ich einfach das Bändchen da drunter festgeklebt. Und zwar mit ganz effem doppelseitigem Klebeband. Dann habe ich ordentlich Klebeband auf den Kreis gepackt und das Ganze da drauf gebappt, damit es auch vernünftig hält. Ich hatte Lust auf Bändchen. Hier habe ich verwendet die Sticker von Echo Park, aber das ist nicht die gleiche Kollektion von dem Papier, was ich da verwendet habe. Da hatte ich eigentlich auch die Sticker bestellt, aber die waren dann ausverkauft. Und dann kam die eine Lieferung und dann schrieb Faltkarten, oh, es tut uns leid, wir schicken dir was hinterher. Ich habe jetzt das hier verwendet. Das ist die Happy Birthday Collection und ja, das Lama fand ich sowieso total süß und warum dann nicht einfach hier? Es sollte jetzt nicht unbedingt ein Geburtstagsmini werden, aber weil ich ja auch einfach nur basteln wollte und nicht genau weiß, wofür es ist, vielleicht kommen da einfach demnächst Geburtstagsfotos rein, wenn überhaupt Fotos reinkommen. Das kennt er ja, wenn man einfach so bastelt, ohne einen wirklichen Grund. Ja, das Ganze sieht jetzt so aus. Das klappen wir hier auf. Ich habe hier noch eine kleine Stickerbordüre angebracht, das Ganze auch nochmal hier auf der Rückseite. Verschlossen habe ich das, wie schon angekündigt, mit diesen großen Paperclips, mit diesen Aktenklammern. Und die habe ich verziert, indem ich da einfach einen Streifen Papier ausgeschnitten habe, habe den in der Mitte gefalten und habe das dann um dieses äußere Ding hier gelegt und dann zusammengeklebt und ein Fähnchen draus geschnitten. Das fand ich ganz süß, hatte ich mal gesehen und wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Problem war jetzt nur, dass ich nur drei hatte, aber vier Seiten. Ja, jetzt hat halt die letzte keins, aber gut, ist halt jetzt so. Also wie gesagt, das kann ich so abziehen. Dann habe ich hier so kleine Tags ausgeschnitten. Da habe ich eine Stanze von Lawnfawn verwendet. Und hier an der Seite habe ich Tags zum Einfügen mir zurechtgeschnitten. Einmal mit einem schwarzen Rand, einmal mit einem weißen Rand, weil ich mich nicht so wirklich entscheiden konnte. Und ich habe dann immer auf der Vorderseite hier an der Kante noch einen Halbkreis reingestanzt, damit man das besser rausziehen kann. Das Problem ist nämlich, ich lasse ja auch gerne immer mal einen etwas breiteren Rand, aber ich hatte schon das Mini-Album abgemessen und wenn der Rand jetzt noch länger, also wenn das Tag jetzt länger geworden wäre, dann hätte das hier an der Seite rausgeguckt und ja, das wollte ich irgendwie nicht. Ne? Deswegen habe ich da jetzt so einen Kreis reingestanzt. Ja, und das zieht sich jetzt hier eigentlich so durch. Ich habe hier groß weiter nichts verziert, weil wie gesagt, ich weiß halt auch nicht wirklich, was ich machen soll. Und ich wollte eigentlich, wie gesagt, die Sticker für dieses Paperpad verwenden, aber die sind halt nicht da. Und ich wollte jetzt nicht hier überall einen Happy Birthday Sticker reinkleben. Das fand ich jetzt auch ein bisschen unpassend. Ja, und das war's auch schon, ihr Lieben. Unten in der Infobox findet ihr die Maße für dieses Mini-Album in Inch und in Zentimeter. Ich verlinke euch alles, was ich hier verwendet habe. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!